Servus, herzlich willkommen bei CSR Automotive. Heute haben wir den VW T5 am Start. Der hat von uns die Kappspoilerlippe bekommen und wie man die jetzt am besten montiert, seht ihr jetzt in diesem Video. Fangen wir mal vorne an. Machen wir wie immer natürlich die Kontrolle der Passgenauigkeit. Einmal das Bauteil anheben und kontrollieren, wie die Spaltmaße sitzen. Sehr gut aus. Na, auf der anderen Seite steht er schön bündig an. Das passt sehr gut. Ja, dann gehen wir mal direkt ans Vorbohren. Ich habe jetzt hier schon mal alles vorbereitet. Zunächst nehme ich die Unterlegscheibe und du mir die schon mal positioniere, dass ich jeweils einen gleichen Abstand habe. Somit habe ich es dann auch etwas leichter gleich beim Anbohren. Wichtig ist, dass man jetzt natürlich auch auf die Innenseite bohre, nicht auf die Außenfläche, die man später sieht, wäre verdammt schade drum. Fünfer Bohrer und dann setzen wir uns den an. Wir gehen hier so nah wie möglich an die Außenkante. Umso näher wir hier dran sind, umso besser haben wir natürlich auch den Halt später vom Spoiler. Nachdem wir jetzt alle Löcher vorgebohrt haben, können wir natürlich auch die Schutzfolie abziehen. Dann kommt wieder das supergeile Hochglanzschwarz raus. Bin immer wieder erstaunt, was für ein schönes Ganzgrad das Material hier hat. Und vor allem, dass es ein richtiges Schwarz ist. Vorteilhaft ist das Ganze natürlich zu zweit zu machen, dann hat man es etwas einfacher. Aber wenn ihr jetzt gerade nicht nach einer helfenden Hand dabei habt, nehmt ihr euch ein Stück Klebeband und dann können wir das Ganze jetzt an einem Stoßfänger montieren und dann die Löcher bohren, damit wir die Nieten einsetzen können. Wir setzen jetzt grob dran und nehmen mal die erste Klebebänder. Um die Kappspoilerlippe grob zu fixieren. Und dann können wir das Ganze an der Seite nochmal richtig ausrichten. Achtet hierbei drauf, dass man natürlich den Radlauf schön bündig mitnehmen und dass die ganze Lippe auch bündig ansitzt an der Kontur vom Stoßfänger. Und wenn das gegeben ist, können wir auch hier das Ganze fixieren. So, und dann sitzt das Ganze und verrutscht uns nicht. Und jetzt können wir unsere Löcher, die wir vorgebaut haben, in den Stoßfänger übertragen und dann machen wir die Kappspoilerlippe schon fest. Wichtig ist, fangt von innen nach außen an. Hintergrund dessen ist, wenn ihr das Spoilerle montiert, dass ihr keine Spannung aufbaut und irgendwo eine Welle reinzieht. Deswegen immer von der Mitte nach außen aus aufbauend beginnen. Und auch hier setzen wir gleich schon unsere erste Niete, damit das Ganze fixiert ist.
Hand und Dreher haben wir jetzt die Cup-Spoiler lieber montiert. Ihr seht, das ist kein Hexenwerk und ich finde optisch echt geile Aufwertung. Die Kontur wird echt sauber übernommen vom Fahrzeug, zusammen mit der Hochglanz-Akzentbauteile hier. Eine super Kombination und mir gefällt das richtig, richtig gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würden wir uns natürlich über ein Like freuen. Und schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr die Cup-Spoiler lieber findet. Und teilt das Video gerne in die Welt raus. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.